Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Easy und ich habe hier einen Haufen Zeug vor mir liegen, über das ich gerne mit euch sprechen würde. Da geht es einmal um gehypte Drogerieprodukte, super gehypte Foundations, vielleicht ein bisschen gehypte Lippenprodukte, Hautpflege, von der du vielleicht noch nichts weißt, aber vielleicht wissen solltest. Und wenn du da Lust drauf hast, dann bleib einfach dran. Bis gleich. Willkommen in der Welt von gestern. Leute, ich will dieses Video schon so lange machen, dass viele von diesen Sachen gar nicht mehr so neu sind. Aber ein bisschen was Neues habe ich und Hype ist ja auch vieles dabei. Ich habe wahnsinnig viel gesammelt und es wird ein Quatschvideo. Also ich werde quatschen. Vielleicht werde ich auch ein bisschen Quatsch machen, wer weiß. Aber ich werde mich jetzt nicht schminken. Trotzdem, zu dem, was so in meinem Gesicht los ist, kommen wir noch. Keine Sorge. Aber ich fange an mit Hautpflege. Und zwar habe ich mich von Wayne Goss beraten lassen. Ich habe eins seiner Videos gesehen. Und da hat er empfohlen, von Drunk Elephant diese Bodylotion fürs Gesicht zu verwenden. Er hat gesagt, er macht das auch und es funktioniert super. Und das ist im Prinzip ein, wie dieses Baby Facial. Also es ist ein mildes Peeling. Man sollte das auch nicht jeden Tag verwenden. Ich mache das so ein, zweimal die Woche. Und das ist wundervoll. Und das Tolle ist, das sind 240 Milliliter. Das kostet um die 20 Euro und ist eine sehr hochwertige Marke mit super Inhaltsstoffen und funktioniert im Gesicht wunderbar. Ich würde die gar nicht als Bodylotion benutzen. Als Bodylotion ist die sicher auch gut. Mache ich mir gar keine Gedanken. Also das ist sicherlich super gegen eingewachsene Haare zum Beispiel an den Beinen. Aber im Gesicht ist es auch echt mega, mega cool. Und das ist richtig viel Produkt für relativ wenig Geld. Also 240 Milliliter Peeling für, also fürs Gesicht, da komme ich echt ewig damit hin. Und das habe ich tatsächlich schon länger. Ich bin ja neulich umgezogen und ich habe das nicht mehr gefunden. Das war irgendwo in den Kartons versteckt und dann habe ich es mir nochmal gekauft, weil es mich so aufgeregt hat. Jetzt bin ich wirklich für Jahre versorgt. Ich habe so viel von dem Zeug. Aber weil das so wunderbar funktioniert hat, habe ich gedacht, hey, da gibt es doch bestimmt auch andere Produkte, mit denen das gut funktioniert. Habe mir diese Bodylotion von Drunk Elephant gekauft. Das ist die Silly Bodylotion. Das hat nicht so gut funktioniert. Die ist mit sehr vielen Bestandteilen aus Kokosnuss. Für die Beine oder für den Körper sicherlich kein Problem, jedenfalls bei mir nicht, aber im Gesicht war es ein großes Problem. Davon habe ich Ausschlag bekommen. Deswegen solche Experimente, manchmal laufen sie so, manchmal laufen sie so. Das hier verwende ich nur noch für den Körper und ich werde es nicht nachkaufen, weil dafür ist es mir zu teuer. Das hier fürs Gesicht, Burner. Aber wie habe ich meine Pickel wieder wegbekommen? hiermit. Das ist nicht für Pickel gedacht, das ist für im Prinzip Anti-Aging und um die Hautstruktur grundsätzlich zu glätten, hat aber auch bei den Pickeln funktioniert. Und zwar ist das von Transparent Lab, das Gentle Reunivation Serum. So sieht es aus. Das hat mir Pirsch mal zum Testen zugeschickt und ich war nicht so überzeugt, weil das ist mit Retinol, aber die Flasche ist transparent und Retinol ist super lichtempfindlich. Das heißt, wenn eine Flasche transparent ist mit Retinol drin, dann ist da wahrscheinlich kein Retinol mehr drin, weil das Licht macht das kaputt. Das hat trotzdem Wunder auf meiner Haut bewirkt. Also Wunder ist jetzt übertrieben, aber es war super für meine Haut. Ich werde mir das definitiv nachkaufen. Nicht unbedingt als Retinolprodukt, aber ich bin happy. Ich bin sehr happy. Genau. Dieses Serum hat mir sehr geholfen. So, dann sind wir noch ein bisschen bei Hautpflege, denn ich habe mich ein bisschen mit Sonnencreme wieder so ein bisschen durchgetestet und bin auf zwei Produkte gestoßen, beziehungsweise ich bin auf dieses Produkt gestoßen. Das ist die Sensitive Sonnenschutz beruhigt empfindliche Haut von Nivea mit Lichtschutzfaktor 50. Die finde ich echt super klasse. Die gibt es ganz normal in der Drogerie. Die ist ein bisschen matt. Das finde ich aber im Sommer, vor allem wenn man starke Sonnencreme eben trägt, relativ angenehm und funktioniert super unter Make-up und so. Also die finde ich echt toll. Die kann ich echt empfehlen. Und Skin Natur hat mir diese hier noch zum Ausprobieren geschickt. Die Sun Cream Lichtschutzfaktor 50, das ist diese hier. Die mag ich auch sehr, sehr gern. Die hat tatsächlich einen Sonnencreme-Geruch. Ja, riecht wie Sonnencreme, super angenehm.
Die ist allerdings ein bisschen fettiger als die hier, aber wenn ich so Tage habe, wo ich trockene Haut habe, vor allem nachdem ich das Peeling verwendet habe, verwende ich lieber die hier, weil da habe ich das Gefühl, dass es mehr pflegt und da ist auch Niacinamid drin, glaube ich. Also hier sind auch viele pflegende Stoffe noch drin, finde ich super, ist eine Mischung aus chemischen und mineralischen Filtern hier drin. So, dann, das hier noch, das ist von Garnier, das Over Makeup UV Spray. Das wollte ich euch mal zeigen, falls ihr das nicht kennt. Das ist nämlich eine ganz coole Möglichkeit, seinen Sonnenschutz ein bisschen aufzufrischen. Also ich würde mich nicht allein darauf verlassen, ganz ehrlich, das wäre mir zu unsicher. Aber ich finde, dass das bei Foundation, die einem so ein bisschen zu trocken vorkommt, auch ganz cool funktioniert, weil das ist so ein, es ist so ein bisschen ölig wie Sonnencreme halt, aber es ist halt so ein feiner Sprühnebel. Und jetzt habe ich es eingeatmet, schmeckt nicht gut. also es funktioniert wunderbar über Make-up, das Zeug. Aber bitte Sonnenschutz auch unter dem Make-up tragen. Und dann kann man damit nochmal drüber wie so ein Fixing-Spray. Ich finde es so zum Auffrischen so mal kurz drüber gehen ganz cool. Aber ich würde mich nicht allein darauf verlassen, weil die Menge ist sicherlich zu wenig. Ich glaube, es ist eher so, um Lücken im Sonnenschutz vielleicht zu schließen. So, dann habe ich noch ein Produkt, das ich von Purish mit meinem eigenen Geld gekauft habe, und zwar dieses Eyelash Growth Serum. Dieses Serum soll keine Nebenwirkungen haben, ist es nicht mit Hormonderivaten und sonstigen Sachen, die irgendwie brennen oder irgendwelche Nebenwirkungen haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es auch keine Wirkung hatte. Ich habe das über Wochen und Wochen ausprobiert. Es ist gar nichts passiert. Es ist nichts passiert. Das ist von Hair West. Da Hair West heißt diese Firma. Das ist total fancy, ja. Das kam in so einer kleinen Papierschublade und ist aus Glas. Und ich finde, es sieht auch sehr cool aus, weil es so medizinisch aussieht und so. Es hat bei mir nichts gemacht. Nichts. Also kann ich es leider nicht empfehlen. Schade. Schade, schade. Okay, dann habe ich noch ein Produkt, das nicht so Make-up ist, und dann gehen wir in die Make-up-Richtung. Und zwar hier von Keralog heißt die Firma, glaube ich. Das steht hier jetzt gerade nicht drauf, Keralog. Dieses One Color. Das ist ganz lustig. Die Firma Keralog kam vor, das ist über ein Jahr schon her, mal auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, ein Video für die zu machen. Und ich habe gesagt, nee, gerade nicht. Aber ich fand dieses Produkt sehr interessant. Und zwar ist es Haarfarbe, die man aber nicht selbst zusammenmischen muss, sondern die in dieser Flasche komplett zusammengemischt sind. Und ich habe mir das hier beim Rossmann gekauft. Wie gesagt, die Firma hat mich zwar mal gefragt, ob ich es umsonst haben will. Ich habe gesagt, nein, und dann habe ich es mir selbst gekauft. jedenfalls ist es so, dass es für Leute wie mich, die einfach nur immer hier ihren grauen Ansatz nachfärben wollen, eine tolle Sache, weil die kostet, glaube ich, so um die 9 Euro oder so, was für eine Drogeriehaarfarbe recht teuer ist. Aber da ist sehr viel Produkt drin und du kannst die eben mehrfach verwenden. Also du mischst es beim ersten Mal zusammen und dann musst du sie auf dem Kopf lagern. Deswegen halte ich die so, ne? Weil eigentlich ist die so nicht, ne? Und dann, wenn du jedes Mal, wenn du deinen Ansatz nachfärben willst, holst du einfach wieder was von dem Produkt raus. Das wird frisch gemischt, weil hier zwei so Kammern drin sind mit diesen zwei Phasen, Entwickler und Farbe. Und dann, ich habe die jetzt schon, ich glaube, dreimal benutzt und einmal ist mindestens noch drin. Das finde ich super. Das finde ich super und es funktioniert auch einwandfrei. Also es ist ganz normale Drogeriehaarfarbe. Kann ich echt empfehlen, wenn du jemand bist, der sich die Haare selbst färbt und einen Ansatz mal nur nachfärbt. Ist cool. Okay, dann sind wir jetzt bei dem ganzen Make-up-Kram. Boah, okay. Ich fange an mit Foundation. Ich habe mich in den letzten Monaten durch einige Foundations durchgetestet. Ich glaube, die hier habe ich euch schon mal gezeigt, die Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. Ich finde das Finish von der, wenn man sie aufträgt, wunderschön. Wirklich wahrscheinlich eine der schönsten Foundations, die ich habe. Nur hält das einfach nicht. Das sieht nach, keine Ahnung, einer Stunde schon nicht mehr so schön aus und nach 3 Stunden sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade, aber die ist zu teuer. Dafür ist sie zu teuer. Dann habe ich mir die Pat McGrath Foundation geholt.
Die habe ich mir gebraucht, quasi bei Vinted gekauft. Das ist ein super Tipp für, ja, wenn man so teure Sachen mal ausprobieren will, vor allem Foundation. Da ist es meistens so, dass die Leute sich das kaufen oder geschenkt kriegen und es ist nicht ihre Farbe. Deswegen benutzen sie es nur einmal und verkaufen es wieder. Und das ist ja auch hygienisch, ne? Das ist ein Pumpspender, da kannst du nicht viel, keine Ahnung, nicht viel falsch machen. Ja, ich habe es mir gekauft, die Farbe ist für mich perfekt, aber diese Foundation ist ja sowas von overhyped. Die setzt sich an trockene Hautstellen bei mir wie Sau. Es ist wirklich, ich finde es sehr schade, denn ich wollte sie lieben, denn sie ist wunderschön. Ich meine, schau dir diesen Flakon an. Mit diesem gefrosteten Glas, mit diesem Deckel, dieser Retro-Schick, das sieht so cool aus und die ist auch echt schwer. Also die, vom Feeling her ist sie so richtig, oh, aber auf der Haut, na, kann sie nicht empfehlen. Schon gar nicht bei dem Preis. Ja, dann ähnliches gilt für die NARS Light Reflecting Foundation. Also ich weiß nicht, warum die so gehypt ist. Die sitzt auch, die Farbe ist toll bei mir. Grundsätzlich finde ich sie auch nicht schön, wenn ich sie auftrage, aber dann sitzt die in meinen trockenen Fältchen um den Mund vor allem herum. Nicht schön. Also ich dachte irgendwie, die wäre mehr so feuchtigkeitsspendend, glowy oder so, aber nein. Also für solche Fälle würde ich immer noch eher die Liquid Radiant Foundation empfehlen. Also wenn man trockene Haut hat, ist die echt klasse. Die kostet halt nur einen Bruchteil von den beiden. Warte, jetzt schmeiße ich sie auch noch runter. Das teure Ding. Ja, nur meine 5 Cent. Mein Senf. Ah, und dann habe ich noch von Purito die Seeker Clearing BB Cream ausprobiert. Die finde ich vom Finish her wunderschön, aber das ist leider nicht meine Farbe. Warum können die nicht eine Kombination? Nein. diese Farbe ist sehr, sehr grau. Also ich weiß nicht, ob... Ich bin nicht ganz sicher, wer so eine Hautfarbe hat, aber ich habe das schon öfter bei so CC Creams mitgekriegt, dass die so einen sehr grauen Unterton haben. Das ist bei der auch. Ich habe die Nummer 23, glaube ich. Ja, es ist die 23. Ich muss mit der noch mehr spielen, ehrlich gesagt. Aber das Finish von der ist wirklich, wirklich toll. Und wenn dir Foundations oft einfach zu gelb sind und zu rosa, vielleicht ist es dann was für dich. Für mich ist sie ein bisschen zu grau tatsächlich. Sie geht in die grau-rosa Richtung, würde ich sagen. Ist ganz komisch. Und dann kommen wir zu diesem gehypten Ding, die Age Perfect Collagen AS. AS? Steht hier tatsächlich Fragmente straffender Beauty Balm. Genau, so heißt das Ding und so sieht es aus. Es ist ein, also du siehst, ich habe hier schon ordentlich verwendet. Ein Foundation Balm, den habe ich heute auch drauf. Und das Finish von der ist wunderschön. Wunderschön. Da kann die Pat McGrath einpacken, da kann die NARS einpacken, da kann die, naja, die Charlotte Tilbury Foundation beim Auftrag ist die auch wunderschön. Aber die ist wirklich, die sieht mega mäßig aus. Allerdings hält sie auch nicht sehr lang. Sie wird nicht so hässlich wie die Charlotte Tilbury Foundation. Sie trägt sich nicht so eklig ab, aber sie verschwindet einfach. Sie ist einfach nicht mehr da. Und das finde ich aber nicht so schlimm. Also für so ein No-Make-up-Make-up-Day oder ein Heavy-Make-up-Make-up-Day, wo du bei der Haut nicht mehr viel machen willst oder so, ist die super. Das einzige Schade ist, dass sie eben schnell verschwindet und dass sie in so wenig Farben nur erhältlich ist. Ich glaube, es gibt nur 3 Farben. Ich habe hier die 02 Light. 3 oder 4 Farben gibt es von der. Das ist zu wenig. Also das ist vor allem ein echt gutes Produkt. Das müsste es in mehreren Farben geben, auf jeden Fall. Naja. Aber die würde ich, also die lohnt sich echt, die mal auszuprobieren. Vor allem für Leute mit trockener Haut. Trockener Haut oder etwas reiferer Haut, weil die sich auch in Fältchen sehr gut schlägt, finde ich. So, dann. Ich habe hier noch sehr viel Lippenkram, dazu kommen wir noch. Aber genau, nur um es kurz zu erwähnen, weil Foundation. Ich habe von Fenty den Cream Bronzer in Butter Biscuit drauf. Der hier. Und den Cream Blush in Peach Face.
Den finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und die gab es, glaube ich, mal an Weihnachten im Set mit dem Glosso in Mini. Und ich finde, dass sich so Creme-Produkte mit dieser Foundation wahnsinnig gut vertragen, weil das alles so Creme in Creme ist, weißt du, das ist, das passt irgendwie zusammen. So. Genau. Oh, weil wir gerade bei Fenty waren, da habe ich noch ein anderes Produkt. Das ist tatsächlich neu. Und zwar dieses Toast and Swirl Ding. Es ist von außen, es ist wunderschön, ja? Es hat diesen Gold-Marmor-Style. Es ist von innen wunderschön. Es hat einen großen Spiegel, es ist schön groß. Es hat dieses marmorierte, so schick. Und es ist einfach nur orange Glitzer. Dieses Produkt ist auf der Haut ja so furchtbar. Also bei mir sieht das echt furchtbar aus. Vielleicht sieht es bei anderen toll aus. Ich habe mehrere Videos dazu angeschaut und habe gedacht, mache ich irgendwas falsch? Angie liebt es, also Angelica Nyquist. Ich hasse es. Ich finde das wirklich hässlich, furchtbar hässlich an mir. Wenn ich es dir jetzt zeige, kann ich es dann wenigstens von der Steuer absetzen. Es ist eine furchtbar. Kann ich nicht empfehlen. Außer du stehst auf orangenen Glitzer. Vielleicht könnte man es als Lidschatten verwenden, aber kein Mensch braucht so viel Lidschatten. Es ist einfach, was ist das? Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Ja, dann der Brow Ambition, genau, von Nabla. Neuer Augenbrauenstift. Den habe ich heute auch verwendet, um meine kleinen Lücken zuzumachen. Ich verwende gerade, Fun Fact, ich habe ja mal diesen Augenbrauenserum getestet. Über 12 Wochen, glaube ich, von Brow Cocaine. Genau, so hieß es. Und es hat ja super funktioniert. Und jetzt benutze ich es auch schon wieder seit mehreren Wochen. Und es funktioniert nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob meine Haarfollikel jetzt in der Schlafphase sind oder keine Ahnung. Aber es funktioniert nicht mehr so gut. Es tut sich langsam was, aber nicht so schnell wie beim ersten Mal. Ganz komisch. Naja. Jedenfalls habe ich wieder hier so eine fantastische Lücke, die du jetzt aber nicht siehst, weil ich sie weggemalt habe mit diesem Stift. Genau, man kann mit dem super feine Härchen zeichnen. Das finde ich ganz toll. Ich finde auch super, dass der echt, das ist ein Stift, der hat ordentlich Farbabgabe. Ganz oft ist ja bei diesen Stiften das Problem, dass da keine Farbe rauskommt. Bei dem hatte ich aber das Problem, dass am Anfang zu viel Farbe rauskam und ich dachte so, ich will mir nicht so dicke Balken malen. Jetzt, nachdem ich die ein paar Mal verwendet habe, jetzt kann ich richtig dünne Härchen damit zeichnen. Das ist jetzt wirklich, jetzt ist der richtig gut. Aber der ist wie bei so einer Mascara, die erstmal so ein bisschen eintrocknen muss, war das bei diesem Stift anscheinend auch so. Ganz komisch. Ja, mittlerweile bin ich echt happy mit dem. Der ist echt gut. Aber es hat gedauert. Es hat gedauert. Es war nicht First Love. Also nicht Love at First Sight. So. Dann nochmal Augen. Ja, die Sky High Mascara gibt es jetzt auch in Super Black. Ich glaube, die heißt Super Black. Hat diese Verpackung, ist die gleiche Bürste, die viele lieben, viele nicht lieben. Ich finde die eigentlich okay, aber ich sehe keinen Unterschied zur alten Mascara. Überhaupt keinen. Und ich habe leider eine andere Mascara entdeckt, die ich so geil finde, dass jede Mascara dagegen abstinkt. Und zwar leider auch wieder eine teure von Pat McGrath. Diese Mascara hatte ich in meinem Adventskalender letztes Jahr von Sephora und ich fand sie doof. Ich fand sie doof, weil ich habe sie aufgetragen und dachte, wow, das sieht toll aus. Und dann haben meine Wimpern aber so gemacht. Also die hat meine Wimpern total beschwert und das hatte ich noch nie bei einer Mascara und das fand ich sehr, sehr schade. Aber ich habe sie weiterverwendet, weil ich mir dachte, jetzt habe ich sie schon, ne? Ich habe sie aufgemacht, jetzt kann ich sie auch nicht mehr verschenken, ich probiere es einfach weiter. Und siehe da, sie ist ein bisschen eingetrocknet irgendwie und seitdem ist sie Bombe. Mega gute Mascara und ich habe sie immer noch. Ist es immer noch die aus dem Adventskalender. Ich habe mir mittlerweile ein Backup geholt, als so ein Sale bei der auf der Webseite war, bei der Pat McGrath. Aber ja, ich liebe die leider. Deswegen ist die für mich so, sie ist auf jeden Fall nicht anders als die rosane. So, dann kommen wir jetzt zu meinem wahnsinnig vielen Lippenzeug. Wir sind erstmal wieder in der Drogerie. Ich habe hier
Ich habe mir die hier alle so fein hingestellt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht alle umwerfe. Diese Lip Vinyl Dinger von Maybelline. Warte. Diese beiden. Peachy und Cheeky, die zwei. Die habe ich mir selbst gekauft. Die anderen hat mir Maybelline zum Testen zugeschickt. Also ich mag ja die Matte Inks von Maybelline total gern, weil die einfach Bomben festhalten. Und bei denen ist es so, dann dachte ich, ach wie cool, in glänzend und so. Die sind aber nicht wirklich glänzend. Die sind nur am Anfang glänzend und die sind ein bisschen länger glänzend als die Matten. Ich finde die Matten gar nicht so matt, ehrlich gesagt. Ich finde die würde ich eher als so ein Satin-Finish fast einstufen. Die hier gehen dann auch, nach einer Zeit werden die auch zu diesem Satin, aber die sind viel, viel klebriger als die Matte Inks. Und das ist das Hauptproblem, das wir mit den Matte Inks haben, oder? Dass sie halt so klebrig sind. Und das ist bei denen noch schlimmer. Ich finde diese beiden Farben wirklich toll. Die hätte ich gerne in der Matt-Version, aber ich kann die nicht wirklich empfehlen. Vor allem, sie halten auch nicht ganz so gut wie die matte Version. Deswegen weiß ich nicht. Ich finde die nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich finde sie nicht furchtbar. Es gibt schlimmere Produkte, aber nicht so geil. Dieses Video ist ein einziges Fazit-Video, hast du gemerkt? dann nochmal Maybelline. Und zwar die, wie heißt die nochmal? Lifterglosse. Genau, da gibt es ja eine Sommeredition mit den Farben Sun, Copper and Rust. Das sind diese drei hier. Sun ist einfach so ein goldig schimmerndes. Rust ist wirklich so ein, ja, das ist wirklich so ein Kupfermetallic und Copper ist Kupfermetallic, genau. Und Rust ist dieses Rote hier. Und ich liebe ja die Liftergloss allgemein, ich finde die super. Diese drei, sind sie was Besonderes? Also es ist mir im Prinzip nur Special-Farben. Ich finde diese Farbe, Rust, sieht auf den Lippen sehr viel röter aus. Pass auf, ich zeig dir das einfach, was soll's. Sieht sehr viel röter aus als in der Packung. Aber was ich an dem nicht so gerne mag, aber das ist sicherlich Geschmackssache, ist, weil der doch relativ viel Farbe hat, muss man da immer aufpassen. Also ich finde so Glosse mit viel Farbe, vor allem in rot oder rötlichen Tönen, die flutschen halt gerne rum und dann sieht es aus, als hättest du Ketchup oder als hättest du Spaghetti gegessen oder so. Die Farbe an sich finde ich sehr schön, aber nicht in der Kombination. Also die Textur mit der Farbe. Also ich mag es nicht, dass sie so glossy, flutschig sind und dann so stark pigmentiert sind. Das finde ich schwierig. Bei dem hier und bei dem hier ist es nicht ganz so, fällt es nicht ganz so ins Gewicht. Warte. So, habe es kurz abgemacht. Ich zeige dir kurz noch Sun. Das sieht einfach aus wie ein klarer Gloss mit ein bisschen Glitzer. Nicht aufregend, aber jetzt machen wir nochmal Copper. Genau. Bei dem siehst du nämlich diesen Schimmer intensiver als bei Sun. Also es hat wirklich so einen kupferfarbenen Schimmer. Aber es ist auch nicht so deckend wie Rust, dass du Angst haben müsstest, dass du halt eben diesen Spaghetti-Mund bekommst. Das finde ich ganz cool. Wie gesagt, ich mag die Liftergloss grundsätzlich super gern. Die habe ich auch zugeschickt bekommen. Oder habe ich die selbst gekauft? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir sagen, ich habe sie zugeschickt bekommen, okay? Genau. Aber was ich definitiv nicht zugeschickt bekommen habe, waren diese beiden Teile hier von Got2Be. Die hast du bestimmt mal in diesem Sonderaufsteller gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ehrlich gesagt. Aber ich wollte sie trotzdem mal kurz erwähnen, weil ich eigentlich ein Video dazu machen wollte. Vor Monaten. Willkommen in der Welt von gestern. Okay. Genau, das sind so Teile, die du für die Augen und für die Lippen verwenden kannst und die auch quasi fest werden und dann nirgendwo mehr hingehen. Und die fand ich sehr cool. Also dieses ganze Konzept gefällt mir gut. Ich habe mir hier diesen knallroten gekauft. Keine Ahnung, wie der heißt. Und dieser nudige, der super auch ist als Lidschattenbase. Genau. Diese beiden. Und ich finde, beide eignen sich auch als Lippenfarbe sehr, sehr gut. Und die finde ich toll. Also falls es die noch gibt, kann ich sie echt empfehlen. Die sind halt auf den Lippen dann wirklich wie Liquid Lipsticks. Also die sind matt und super fest und du weißt, wie Liquid Lipsticks sind. Ne? Das muss man mögen, aber ja, ich finde sie cool.
So, dann habe ich noch mehr Lippenkram. Oh Gott, okay, im Schnelldurchlauf. Dieses Fenty-Lippenöl mit Kirsche. Eine von euch hat mich gebeten, wenn ich mir das kaufe, dass ich dazu ein Video mache. Ich mache kein eigenes Video, aber ich sage es hier kurz. I love it. I love it. Das ist so, so geil. Das ist genauso geil wie die von Luna Beauty, die Lippenöle. Nur eben mit einem anderen Geruch. Aber ich finde es für die Handtasche besser geeignet, weil es einfach nicht so lang ist. Für das Packaging schöner, aber das ist handtaschenfreundlicher. Liebe ich. Hat so einen riesen, riesen Applikator. Schau mal. Damit ist quasi mein ganzer Mund schon bedeckt, aber das riecht so gut. Liebe ich. Supergeil. Supergeil. Super glossy. Ja, mehr ist immer besser. Ist nicht. Aber ja, das ist mega. Mega, mega, mega gut. Dann habe ich noch von Lidl mir jetzt auch noch ein paar Produkte bestellt und unter anderem einen Lip Haze. Das ist quasi, das ist das, was ich am Anfang des Videos drauf hatte, das mache ich jetzt wieder drauf. Das ist eine Mischung aus einem matten Lippenstift und aber eher so einem, schwer zu erklären. Das ist wie so ein Pore Blurring Primer, ich habe Probleme mit diesem Wort. Das ist so seidig. Es ist matt, aber nicht trocken, sondern eher silikonig, aber auf eine gute Art. Also das fühlt sich richtig gut an. Ist auch ziemlich gut haltbar, also nicht so gut wie ein Liquid Lipstick, aber wirklich dafür, dass es so ein matter Lippenstift ist, super gut. Und wenn es sich abträgt, ist es sehr, geht es sehr langsam ab. Sieht total schön aus. Ich liebe das. Ich finde es total schick. Einfach auch die Verpackung. Es ist ein schickes kleines Ding. Lip Haze. Kann ich echt empfehlen. Ich habe nur gehört, dass die dunkelste Farbe schwierig ist, weil die wohl fleckig wird. Bei dem hier, welche Farbe habe ich denn? Airwave. Airwave. Mega. Mega. Perfektes Nude. Also den super, super geil. Ich habe mir auch von Lethal das Lippenöl, beziehungsweise dieses Set mit so einem kleinen Lip Scrub und einem Lippenöl geholt. Das finde ich auch richtig, richtig toll. Das riecht auch sehr angenehm, aber nicht sehr stark. Das ist so ganz leicht. Ich finde, es riecht ein bisschen nach Babypuder oder sowas. Und das Lip Scrub ist auch sehr zart. Also es ist nicht so ein krasses, sondern eher so ein paar kleine Körnchen. Aber finde ich sehr, sehr angenehm. Das ist ein echt süßes Set. Steht auf meinem Schreibtisch normalerweise. So. Und dann habe ich mir noch von Lidl einen von diesen Glitch Liquid Eye Shadows geholt. Und bei dem ist es so, der speziell funktioniert relativ gut bei mir, wenn ich den nur so ganz schier, nur so ganz dünn auftrage, sieht das echt schick aus. Aber ich muss einen anderen Lidschatten drunter haben, damit, weil der, sonst sieht der fleckig aus. Wenn ich so einfach so einen braun und den drüber, sieht toll aus und der hält auch sehr, sehr gut. Für was ich den jetzt aber mittlerweile immer verwende, ist quasi als Base für Multichrom-Lidschatten. Also wenn ich die Multichroms von Lethal benutze, vor allem Retrograde, der hier, das ist quasi die gleiche Farbe oder eine sehr ähnliche Farbe in flüssig. Das ist der perfekte Primer für den und dann hält es den ganzen Tag. Also das, weiß nicht, ob man das haben muss, aber ich finde es sehr geil. Ich bin sehr happy damit. Und mein Dieselcode gilt noch bis 22. Juli. Misolde. 10-20% Rabatt, falls du was von Lidl haben willst. So. Ach so, noch ganz kurz. Lidl habe ich mir auch diesen Pöttchen-Eyeliner geholt, wo ich mich sehr gefreut habe. Der ist nämlich aus der Lethal is Dead Kollektion, die Lethal mit Theresa is Dead gemacht hat. Und ich liebe die. Ich liebe die Theresa is Dead. Ja, das ist ja auch eine YouTuberin, die ist ja so, ach, die ist einfach so herzig. Genau, und ich habe das gar nicht gewusst, als ich den bestellt habe, aber der ist noch aus dieser Kollektion und deswegen habe ich so eine Karte mitbekommen von Theresa. Fand ich sehr, sehr cool. Das ist Spectre, ein sehr schönes Blau und das habe ich auch in der Wasserlinie. Kannst du das sehen? Und ich habe mir auch einen Eyeliner damit gezogen, also einen Wing. Super, einmal frei, habe nichts auszusetzen. Tolles Zeug. So.
Oh, ich habe noch ein letztes Lippenprodukt. Von Fenty, dieses Fenty Heat Dings. Ich weiß, dass es nicht neu ist, aber ich habe gedacht, vielleicht wollt ihr meine 5 Cent dazu wissen. Ich finde, das sieht wunderschön aus auf den Lippen. Wunderschön, aber es brennt. Und ich finde, es ist an der Grenze. Es ist nicht so schlimm wie diese Too Faced Extreme Lippenverbrenner-Dinger. Aber es ist an der Grenze. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, okay, das mache ich drauf, weil ich es angenehm finde oder so, sondern das finde ich schon, das kann ich auch nicht den ganzen Tag verwenden irgendwie, aber ich finde den Effekt so gut, dass ich es tatsächlich benutze und es riecht herrlich. Es riecht genauso wie die normalen Glossbombs. Ich pack's mal drauf, dann kannst du dir das anschauen. Ah, ist auch schön mit diesem Lip Paste dazu. Ich finde den einfach so hübsch, diesen Gloss. Das dauert kurz, aber der macht tatsächlich einen Plumping-Effekt. Tatsächlich. Das ist so einer der wenigen, wo ich sage, wow, okay, ich sehe es. Aber ich finde es sehr unangenehm. Ja, also wenn man sowas nicht mag, das ist so ein, ich wünschte, es wäre nicht ganz so stark, aber der Effekt soll genauso stark sein. Schwierig. Ich finde, der Effekt ist toll. Es fühlt sich nicht angenehm an. okay. Während das sein Ding macht, zeige ich dir doch kurz, was ich auf den Nägeln habe. Da bin ich mich auch gerade total obsessed. Und zwar von Bees Knees Lecker. Das ist diese Farbe hier. Die heißt Suspish. Suspish ist ein richtig cooles, leuchtendes Blau. Und ich habe da von Fun Lecker noch so diese Flakies darüber gemacht. Ich finde die Kombination total geil und ich bin speziell vom Bees Knees Lecker, bin ich gerade total besessen. Die sind so außergewöhnlich und schön. I love it. Love it! Okay, dann kommen wir zum Finale langsam. Bin ich jetzt noch kurz bei dem Highlighter. Der ist aus der Odin's Eye Soul Main Kollektion, die Farbe Warm Sunshine, genau. Den habe ich euch mal in den Beauty News gezeigt und ich wusste, ich musste einen davon haben, weil die sind ja sowas von wunderschön. Und ich weiß, wir müssen unbedingt ein Verpackungsopfer-Video drehen, aber wie schön ist bitte dieser Highlighter? Oh Gott! Und von innen ist der genauso schön. Der hat diese Prägung da. Oh Gott, ich liebe den. Ich finde den auf den Wangen auch sehr schön. Keine Frage. Aber ich habe den auch mehr wegen Packaging gekauft. Kostet so pretty. Oh, der ist so schön. Aber ich mag ihn tatsächlich auch gerne. Also ich habe ihn schon viel verwendet, deswegen wundere ich mich fast, dass man dieses Pressing noch so gut sieht. Das ist noch total, fast unbeschädigt. Ich habe aber auch nur so ganz, ganz wenig geswatcht und seitdem nur mit dem Pinsel rein. Und nach diesem Pinsel fragt ihr mich auch ständig und der ist von Nabla. Wo steht's? Da steht's. Nabla. Einfach der Highlighter Brush. Ist das richtig rum? Highlighter Brush. Könnt ihr es lesen? Naja, egal. Es ist dieser hier. Der ist wundervoll. Seit ich den habe, ist mein Favorite Highlighter Pinsel. Ich habe keinen anderen mehr benutzt seitdem. Ich glaube, diesen Monat habe ich auch bei Purish noch auf Nabla Rabatt 15%. Ich poste in die Infobox unten eine Liste mit allen Marken, wo ihr gerade bei Purish mit meinem Code MISOLDE 15% sparen könnt. Kannst ja mal schauen, falls sich der Pinsel interessiert. So, und dann kommen wir jetzt aber wirklich zum letzten. Und zwar, was hat diese Frau auf ihren Augen, diese verrückte Frau? Es ist die Serenity Palette. Die habe ich euch auch mal in den Beauty News gezeigt. Die ist von Cosmic Brushes, heißt die Firma. Ist eine englische Firma, glaube ich. Und das ist die Palette. Und die ist natürlich einfach nur mega knallerschön. Ich meine, what a beauty. Die Farbkombi ist natürlich auch nicht für jeden was, weil sie halt wirklich, sie ist bunt, aber sie ist nicht Regenbogen, sondern sie ist so grün-violett, würde ich sagen. Wunderschön. Dieser Ton da oben, oh, der ist ein Traum. Schau dir den mal an. Aber meine Kamera kann das wieder nicht einfangen, wie schön der ist. Der hat halt auch so einen Mintton, der einfach nur... der ist Mint, aber auch Flieder. Ein wunderschönes Ding. Superschön, ich liebe ja diese irisierenden Grüntöne. Das ist das,
auf meinem Lid. Das ist der einzige Schimmer, den ich verwendet habe. Bis auf ein bisschen dunkelblau habe ich noch im äußeren Winkel, aber... ich kann sie sehr empfehlen. Sie ist wirklich schön. Sie lädt zum Spielen ein. Man wird danach aber kräftig geschminkt aussehen. Also sie ist jetzt nichts für No-Make-Up-Make-Up-Looks. das Coole an der Palette ist, die ist nicht Limited Edition. Die kannst du jederzeit kaufen. Also die ist super gefragt gewesen, deswegen war sie, glaube ich, jetzt schon zweimal ausverkauft. Aber sie ist nicht, sie wird immer wieder nachgeliefert. Man muss sich keinen Stress machen. Die war auch relativ günstig. Also echt ein cooles Ding. Und ich freue mich, dass ich mich selbst damit angesteckt habe. Weil wenn ich für euch die Beauty-News mache, dann influenze ich mich ja ständig selbst und sehe irgendwelche Sachen, die ich dann haben will. War mit dieser Palette auch so und ja, ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Die ist Knaller. Knaller. So, puh, das war jetzt aber viel Senf. ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Schreib mir unbedingt, was du von den Produkten hältst, also vor allem von denen, die du vielleicht schon ausprobiert hast oder auch von, was du jetzt denkst über Produkte, die du mal ausprobieren wolltest und nicht sicher warst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du lässt mir einen Daumen nach oben da und einen Kommentar und ein Abo, bla bla bla. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dann. Ciao. Es brennt.